Wolf und Bär noch durch die Wälder streiften. Da zog der Kaiser im Morgenrot mit seinem Gefolge aus. Sie machten Rast an einem Weiher, an dem drei mächtige Eichen ihre Schatten warfen. Dieser Ort erschien dem Jagdherrn so wundervoll und friedlich, dass er ein Schloss genau hier erbaute, im schönen Dreieichenhain. Schönen guten Abend. Ich darf euch hier alle im Namen von Detlef Möbius, unserem Künstler, und der Freien Gefolgschaft zum Hain sehr herzlich begrüßen. Es freut uns sehr, dass doch so viele Leute gekommen sind zu unserer Eröffnung. Die Freie Gefolgschaft zum Hain ist in der Vereinslandschaft von Dreieich noch ein relativ junger Verein. Uns gibt es seit ungefähr 3 Jahren. Umso stolzer sind wir, dass heute Abend jemand oder mehrere Vertreter der Stadt Dreieich hier sind. Und so rufe ich denn auf den ersten Stadtrat von Dreieich in Hain, Herrn Martin Burlon. Was ist das? Stadtrat? Und da los. Welch ein Mann nennt den Titel Stadtrat sein eigen? Ich habe ihm nicht die Treue geschworen. Dem Herrn Schultheiß von Langen, dem gehört mein Schwerte. Haltet euer Schandmaul und dreht zur Seite mit der Stadt auf dem Plan aufs Bett. Und von ihm eure Ergebenheit als Untertan. Ja. Maurice Delacroix, ihr spricht von Ehre. Ja. Und wollt mir im Gleichen eurer schlechten Atemzüge den Mund verbieten? Ja. Dies werte ich als Drohung. Und sollte dies so sein, alter Mann, so gehe ich davon aus, dass nicht nur die Schärfe eurer faulen Zunge ihr hier zur Schau stellt, sondern auch die eures rostigen Schwertes. Der alte Mann hat in den Kreuzzügen für seinen Kaiser und sein Land gekämpft. Aber ihr habt nicht mal die Grenze des Hurenhauses überschritten, dem ihr geboren wurde. Huren? Wo sind die Huren? Delacroix, ihr macht es? Roderich, schweigt jetzt und erzahlt euer frevelhaftes Benehmen. Ihr, Markus von Rotehaar, dass ihr euch in diesen Zwist einlegt, das war mir klar. Hier ist meine Antwort. Erwartet euer Gottesurteil. Rache herbei! Sag dir den Turm! Das werdet ihr mit Büßen, der Lappe erschwendet! Lass mich los! Ja, tut mir sehr leid, meine Damen und Herren, dass hier diese unrühmliche Unterbrechung stattfindet. Ja, einen schönen guten Abend. Als Vertreter des örtlichen Schultheiß darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen hier an historischer Stelle. Wir sind alle sehr froh und auch stolz, dass ich, es ist gesagt worden, vor wenigen Jahren die Freie Gefolgschaft zum Hain gegründet hat, auch hier im Hain die Historie hochhält, aufrechterhält und sich aktiv einbringt. Wie gesagt, nicht nur beim Burgfest, auch beim Burgfest und einen solch tollen Abend hier heute gestaltet. Sie werden es wissen, es ist nicht nur dieser Abend, es ist der Auftakt für ein interessantes, für ein spannendes Wochenende, für Groß und Klein, hier in diesem Bereich mit viel Unterhaltung, Musik, Tanz, sicherlich auch dem ein oder anderen netten Getränk und Speis. Lassen Sie uns alle das Mittelalter leben, wieder erleben. Bei bester und nächster Gelegenheit hier wieder vorbei. Ihnen alles Gute, vielen Dank. Und wie es eigentlich im Mittelalter so üblich war, die Obrigkeit, wenn die Obrigkeit zu Besuch kam, bekamen die einen Begrüßungstrunk überreicht. Ich würde es gerne tun, doch der Stadtrat war etwas voreilig, er hat das Ding schon geleert. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Die Dreieichen Hainer waren ja schon immer ein sehr friedliebendes Völkchen und stets um gute Nachbarschaft bemüht. Und so wollen wir natürlich auch dem armen Kerl, der sich ebenso für seinen Schultheißen hier eingesetzt hat, ein wenig was Gutes tun. Und so bitte ich denn den Bürgermeister von Langen, Herrn Frieder Gebhardt, zu uns. Herren, guten Abend. Das ist schon ungewöhnlich, dass bei einer solchen Ausstellungseröffnung neben dem Vertreter des Schultheiß dieses Ortes auch der Bürgermeister
der Nachbargemeinde spricht. Möbius' Fotografien gehen über die Kunst hinaus, verlassen den Trampelpfad der Künstlichkeit, folgen ihren Pferden und sind im Ergebnis ein anrührender und einnehmender Appell. Wir kennen ihn als unglaublich offenen Menschen, als einen, der die Augen und Ohren aufsperrt, der lächelt, der lacht, der mit Sympathie und in großer Freundschaft auf die Welt zu heute gemeinsam mit der Freien Gefolgschaft zum Hain in einer Open-Air-Ausstellung das Mittelalter in Szene setzt, dann ist das ein weiterer Beweis seiner Experimentierfreudigkeit und der meisterlichen Kunst, Eigenschaften seiner Motive fotografisch so einzufrieren, dass sie uns fesseln und gefangen nehmen, ganz so, wie es im Mittelalter eben üblich war. Vielen Dank. Sie, Herr Gebhardt, als kleine Erinnerung an die Freie Gefolgschaft zum Hain und den Abend hier heute dieses Glas. Er hatte ein wenig Pech, er hatte nämlich noch gar nichts. Gerne an, aber er hat nicht mitgekriegt, ich hatte schon zwei. Oh, dann müssen wir das natürlich wieder einkassieren. Und nachdem nun so viel Obrigkeit zu uns gesprochen hat, ist es nun mal an der Zeit, sich um die schönen Dinge dieser Welt zu kümmern. Und so denn ein großes Handgeklapper für die wunderschönen Damen des Treibeltanz aus Büttelborn, Masati Baysan. Basan aus Büttelborn. Nach so viel Schönheit und Anmut kommen wir wieder zur harten Realität. Ich darf nach vorne bitten, einen der Co-Gastgeber des heutigen Abends, den ersten und den zweiten Hohen Rat der Freien Gefolgschaft zum Hain, Olaf Wüst und Norbert Erb. Guten Abend, liebe Damen, liebe Herren, liebe Freunde der Gewandung, liebe Bekannte, liebe Freunde. Am Anfang war, wie so oft, eine Idee. In einer Stadt wie Dreieichenhain, so alt, so voller Geschichte, voller Tradition, da fehlte etwas. Und so kam es, und eines Tages kam wie selbstverständlich die Sprache darauf, dass man doch beim Hainer Burgfest mittätig werden könnte. Das war die Geburtsstunde der Gefolgschaft. Der Schwertkampf, der mittelalterliche Tanz oder das Lagerleben sollte gezeigt werden. Nein, auch das eines einfachen Musikanten, wie der Uwe normalerweise macht. Von vornherein war klar gewesen, dass wir alle Facetten des Mittelalters, ob Merowinger, Kelte, Wikinger, Ritter, es sollte alles vertreten sein. So kam der Name dann auch, die Freie Gefolgschaft zum Hain. Wir sind deren mittlerweile ca. 50 Mannsleut, als auch Weibsvolk, und haben uns zum Leitspruch gemacht, den heutigen Leut zu zeigen, wie es damals zuging. Dafür arbeiten wir, dafür schaffen wir. Auch um solch eine Vernissage zu erschaffen, mit Hilfe eines genialen Fotografen, Detlef Möbius. Und als einige unserer Mitglieder anlässlich eines Filmdrehs diesen Fotografen kennenlernten, da wurde eine Idee geboren. Eine Idee, dass man die Mitglieder der Gefolgschaft fotografisch darstellt in ihrem Umfeld. Und da die Gefolgschaft schon seit einiger Zeit einen Entwurf in der Tasche hatte, um das Mittelalter auch mal außerhalb des Burgfestes zu beleben, da kamen wir auf diese Idee, beides zu kombinieren. Eine Ausstellung, die die Mitglieder zeigt, die Facetten des Mittelalters zeigt und gleichzeitig das Mittelalter wieder aufleben zu lassen. Und das, genau das haben wir heute hier in Szene gesetzt. Und das Ganze eigentlich nur mit der Hilfe eines
genialen Fotografen, nämlich Detlef Möbius. Nun die Obrigkeit sowie der erste und der zweite Hoherat der Gefolgschaft zu uns gesprochen haben, ist es nun an der Zeit, den Mann vorzustellen, dem wir das alles hier verdanken, der uns dazu inspiriert hat. Und so nun ein großes Handgeklapper für den Fotografen da selbst, Detlef Möbius. Seid gegrüßt, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Vielen Dank. Lieber Uwe von der Freien Gefolgschaft zum Hain, vielen Dank an alle Vorredner, mein lieber Freund Frieder Gebhardt, Bürgermeister der Stadt Langen. Martin. Martin Bulo, du seist mir es verziehen, dass ich dich ja fast verkehrt benannt habe. Macht nichts, haben uns auch heute erst persönlich kennengelernt, ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Aber war total süß, oder? Ich werde auch nicht mehr viel erzählen. Tolle Location, wer heute das hier zum ersten Mal kennenlernt. Das ist eine ganz tolle Adresse, hier einfach mal zum Essen herzugehen. Im Sommer auch hier draußen im Stuhl zu sitzen, seinen Äppler zu trinken und so. Das ist eine super Adresse. Was ich aber gerne sagen möchte, ist, ich war total geehrt, als mir der Olaf Wüst auf einmal einen Antrag vorgehalten hat, dass er gerne mich als Mitglied in der Hainer Gefolgschaft hätte. Ich gerne als Mitglied beitreten werde. Das ist eine ganz tolle Vereinigung, ganz tolle Menschen, da fühle ich mich auch wohl, auch und gleich an den Bildern sehen werde, die gleich feierlich enthüllt werden. Tolle Motive, die auch hier für euch Rede und Antwort stehen, die also auch gerne mit euch mal sprechen werden. Die sind also in Gewandung jetzt wirklich toll anzusehen und genauso toll sind sie aber auch als Menschen. Unterhaltet euch einfach mal mit denen, wer sie nicht kennt, wird sie einfach kennenlernen, wird sie mögen lernen. Reinige, vielen Dank für deine Musikeinlage. Marktware Oberursel, ganz tolle Hausnummer, dass sie heute da sind und hier die Kulisse mit ihrer Erscheinung bieten. Dafür auch vielen Dank. Ich würde jetzt einfach zur feierlichen Enthüllung der Bilder aufrufen. Nein. So schnell geht das nicht, mein Lieber. Eine kleine Anekdote muss ich euch noch erzählen. Der Detlef, als wir uns so kennenlernten und so dann die ersten Male miteinander zu tun haben, sagte, ach, so von Mittelalter, da habe ich ja eigentlich so gar keine Ahnung. Dann haben wir gesagt, okay, dem Mann kann geholfen werden. Wir haben ihn auf einen Crashkurs eingeladen, nämlich... Wir waren in Oberursel bei der dortigen Feierei, das ist auch ein Mittelaltermarkt, ausgerichtet von Ursellis Historica, das sind gute Freunde von uns. Und dann haben wir gesagt, dann kommst du einfach mal das Wochenende und lagerst mit uns mit. Oh, okay, gesagt, getan, ein Mann, ein Wort. Er kam dann auch an mit seinem Campingkocher und mit seinem Klapphöckerchen. Dann haben wir gesagt, okay, hier ist noch viel Arbeit nötig. Aber bis zum Ende des Wochenendes hatte er sich dann so etabliert, dass er als Neuling quasi überhaupt nicht mehr auffiel unter all den Mittelalter-Etablierten. Und da kam dann die Idee zu sagen, Mensch Detlef, mach doch bei uns mit, du passt so richtig zu uns dazu. Und deshalb freut es uns sehr, dass er das eben zugesagt hat. Das wussten wir nämlich bisher auch noch nicht. Aber, und das hättest du auch so bekommen, der Olaf hat noch eine kleine Überraschung für dich. Tja, Detlef, da du mir die Show schon gestohlen hast, und hast schon gesagt, dass du bei uns eintrittst, wie wir das gerne hätten, darf ich dir jetzt nun auch feierlich deinen Waffenrock überreichen. Und zieh ihn ja richtig rum an. Anziehen. Ja, Spaßverderber. Ja, aber helf mir mal. Wie, helf mir mal? Geht schon wieder los, helf mir mal. So, ganz einfach. Olaf! Ja, so ein frisch gebackener Gefolgsmann gibt doch immer einen aus, oder? Präsentier dich mal ohne Gürtel. Leider, normalerweise kommt jetzt noch ein Gürtel. Komm, hier vorne ist dein Volk, Detlef. Stopp, ich hab einen Über. Du hast einen Über? Der Reiniger hat einen Über. Ich hab einen Riemen. Er hat einen Riemen. Keine Bilder, davon machen mich normal an dem Mächte umspielen. Prima, sehr schön. Lieber Reinige, vielen Dank für die Gürtel. Und liebe Freie Gefolgschaft, vielen Dank für den Waffenrock, den ich hiermit gerne annehme. Wunderbar.
sind aber nun wahrlich genug der Worte gewechselt. Nun ist es an der Zeit, zu dem wirklichen Höhepunkt des Abends zu kommen, den Kunstwerken. Und von daher bitte ich doch nun mal die Mitglieder der Freien Gefolgschaft, sich ein wenig an den Bildern zu verteilen und enthüllt die Kunstwerke, dass das Volk sich daran ergötzen kann. Und während das passiert, für euch nochmal Masati Baisar.